Morgen, das sind hier meine Wildkräuter mit ein bisschen Spinat. Ja, das werde ich gleich mal mixen. Das riecht richtig krass. Ja, es riecht auf jeden Fall erstmal sehr grün, als hätte man den Rasen gemäht, aber auch würzig. Das wird energisch sein, ein bisschen mit Brennnessel, dieses ja, leicht ins Rucola gehende, aber kann man nicht wirklich vergleichen, aber dass ihr nur so eine Vorstellung habt. Auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin gespannt, wie das in Verbindung mit Banane schmeckt. Ich bin, ja, ich habe etwas Angst. Ja, so sieht das aus, was ich heute mitnehmen werde. Ich bin ja heute wieder arbeiten und dann kann ich mir halt keine Smoothie Bowl machen und die in Ruhe essen, sondern ja, machen wir halt immer so einen schönen großen Smoothie und trinke den neben der Arbeit. Und ja, habe hier ein Mittagessen, Sudels mit ein bisschen Karotte und ein Pesto von Rohkost 1x1 mit etwas Zuckermais und Champignons sind noch reingeschnitten. Und Birnen. Wir haben es jetzt 6:45. Ich bin heute mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Es ist super geiles Wetter draußen. Die Leute haben teilweise Stiefel und lange Mäntel an. Verstehe ich jetzt nicht so genau. Es ist eigentlich so gutes Wetter. Und ja. Sehr unruhig geschlafen. Ich weiß nicht, also ich bin auch ins Bett gegangen mit 22:15 Uhr oder so, war noch total wach. Aber ich muss halt, weil der Wecker klingelt. Ich muss mal schauen. Der Rhythmus ist etwas im Arsch. Guten Morgen, es ist Montag, Tag 7. Hier habe ich meinen leckeren Smoothie Bowl und ich habe einen Green Juice mit Spinat. Bananen, Apfel, Ingwer, für Mittag. Ja, genau, das ist halt mein Abendbrot. Nice Cream. Einmal Banane pur und einmal mit Erdbeere. Dazu Kakaonibs. Ein paar Kokosraspeln. Und ja, ich glaube, das sind ungefähr zwischen 6 und 8 Bananen. Yummy! So, es ist 10 Uhr abends und ich habe mir endlich Abendessen gemacht. Und zwar ist das Nice Cream. Oh, die Konsistenz ist mal wieder richtig geil. Mit Frozen Bananas, Papayas und Datteln. Okay, weil ich den ganzen Tag nur Smoothies getrunken habe, will ich jetzt irgendwas Salziges. Also habe ich hier Grünsalat, Endivien, Cherry Tomatoes und noch Walnüsse und Pistazien. Und das alles mit Zitronendressing.